Oh, RTL, ne? Größter Schmarrnsender ever. Größter Schmarrnsender ever. Ich schau beides gleich gern. Echt, oder? Ich habe lange Zeit kein Fernsehen mehr gesehen. Deswegen bin ich auch fast nie auf dem neuesten Stand, wenn es irgendwelche Nachrichten gibt. Ich würde nicht mal wissen, wenn die Welt untergeht. Außer es wird in einer Sekunde auf YouTube gezeigt oder es irgendwie Sirene, aber ansonsten, ich würde es nie erfahren. So. Spitzhacke. Warum kommt denn jetzt hier überall wieder Erde? Ach stimmt, wir haben uns hier auf dem Mond weg. Kidding me. Jetzt muss ich mich da runterbuddeln. Mit Erde. Obwohl, dann können wir unsere Insel so ein bisschen zum Festungs-like machen. Und Kohle! Genau dann, wann ich schon Fackeln hab. Ja, super. Wir machen jetzt noch die Holzspitzhacke hier fertig. Oh, Kohle. Kohle. Ich hätte gern die andere Art von Kohle und davon viel, weil da kann ich einen PC mir leisten, besseres Internet. Ja, man kann halt nicht alles im Leben haben, ne? Xenomorph, hast du den Namen? Alien Isolation. Nee, nicht in der Höhle. Bitte nicht. Höhlen sind stinkig. Die stinken nach veralteten Zombies. Ich kann. Alter, das war so klar. Wir machen jetzt hier zu. Wir machen das jetzt hier Creeper dicht, ey. Boah, er hat mich geschickt. Ich denke mal so, da kommt. Ich höre da irgendwas im Hintergrund laufen, Mann. Wir müssen mal schauen, es gibt von Danbo, gibt es ein Minecraft-Lied. Das Creeper, glaube ich, heißt Creeper-Lied. Voll geil. So rappender Creeper. Richtig cool. Drück mal F3 und geh auf die Höhe 14. Da findest du Dias. Jetzt, das weiß ich auch. Bloß, ich glaube, so schnell finden wir keine Dias. Ich habe zwar in meinen Let's Plays die vorhin gemacht, aber ich irgendwie im ersten oder zweiten Part sogar schon wie Dias gefunden, aber ich habe mich schon lange davor angenommen vor Alien vs. Es wird hier um Namen geredet. Naja. Zum Glück fragt mich keiner, warum ich meinen Namen habe. Da werdet ihr merken, dass ich alle ein Geschichte-Noob war. Obwohl ich mich eigentlich in Geschichte voll gut auskenne, aber da hatte ich einen kleinen Hänger in Geschichte. So. I'm a Creeper. Da. Ich habe jetzt. Von dem Lied habe ich jetzt wieder ein Ohrwurm, ne? Also, Just the Genius. Was ich so schlimm an Minecraft Let's Plays finde, du kannst am Anfang, also, oder allgemein, Minecraft hat viel mit Abbauen zu tun. Und du siehst halt auch nicht viel mehr. Also, du kannst schon viel erleben, wenn du Adventures hast, aber du siehst halt mehr, wenn du wirklich Modpacks hast. Ich bin genial, oder? Ich bin genial. Genial dusselig. Das dazu natürlich auch noch. Jippidü, 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 jippidü.
Mach doch gleich einen Namenraten draus. Ist ja doch auch nicht so ganz schlecht. Wir erweitern gleich mal unsere Hütte ein bisschen. Das ist in die richtige. Am Ende tue ich jetzt am falschen. Ne, passt schon. Es kann am Internet liegen, es kann auch beim Hochland liegen. Ich habe nicht die beste Verbindung hier. Ich wohne hier so ein bisschen im Lande und da ist natürlich das Internet auch nicht wirklich das Beste. Aber ja, es kann an beiden liegen. Twitch ist nicht so wirklich da so mit der Hochladerate. Also ich kann mal so sagen, wenn ich in Twitch, wie kann man sagen, Partner bin oder sowas in der Art, dann kriegt man sogar eine bessere Internetleitung. Bedeutet, man hat bessere Verbindungen und hin und her und bliblablups. Also ganz komisch ist es. Das regt mich auch so manchmal auf, dass man sozusagen. Okay, es ist verständlich, weil man kann nicht wirklich jedem, wenn tausende Leute gleichzeitig streamen, das beste Internet, die ganz beste Verbindung da geben. Aber es hängt erstens ein bisschen das Spiel bei mir dauernd. Aber ja, der Stream hängt auch und ich werde versuchen, das natürlich zu verbessern. Da ich das jetzt erst mein zweiter Stream ist und das erste Mal, dass ich mit Facecam spiele. Heute gleich für Slender mitgemacht. Was ja der einzige Horror war. Für mich auf jeden Fall. Ja. Aber wir werden das schon alles hinkriegen. Wir werden das alles irgendwie regeln. Irgendwie kriegt man es immer hin, gell? Getting Wood. Wow. Das Achievement, das glaube ich als zweites kommt. Also, kann ich mir jetzt. Q, Q, Q. Mann, ich habe kein Achievement bekommen. Wahrscheinlich muss man sich gerade. Ich tue jetzt hier einfach mal so ein bisschen. Wir bauen jetzt hier so ein bisschen wohnlich. Wir bauen jetzt hier so eine kleine Hütte. Ups, ich bin abgestürzt. Von der Hütte. Okay, aber es ist 29 und ja. Ich sehe gleich, dass der Stream ist ungefähr so eine halbe Minute sogar verschoben. Könnte sein. Es sind die neuen Türen und alles, ne? Und da kriegt man auch gleich drei Türen von, das ist ja noch genialer. Man kann nicht mehr durchschauen, ne? Mann, das sind nicht die schönen Türen, wo man durchgucken kann, das sind diese ekligen Türen, wo man gar nicht durchgucken kann. Aber sie sind gut getan, muss man sagen. Ah, okay. Streng und cool, um alles rauszuwerfen. Danke für die Info. Habe ich noch nicht gewusst. Wir werden noch schnell einen Baum fällen und dann würde ich auch sagen, beenden wir heute diesen Stream. Schreibt mir doch mal bitte so einfach für mich so als Rückmeldung. Wie hat euch heute der Stream gefallen mit den drei verschiedenen Spielarten? Erstes Slender, zweites Stranded Deep und als drittes hatten wir jetzt Minecraft. Schreibt mir doch mal bitte in den Chat, wie fandet ihr diesen Stream heute? War der annehmbar? Wie war der für euch heute? Und dadurch werde ich dann auch schauen, wie viel ich machen werde an Streams. Ich werde natürlich auch schauen, dass diese ganze Renderei da ein bisschen runtergeht. Damit ihr bessere Streams bekommt.
So ein bisschen Rückmeldung wäre von euch cool. Ups. Naja, er leckt halt, aber sonst Daumen hoch. Das finde ich gut. Das Laggen, das werden wir schauen, dass ich. Ich habe jetzt eh hoffentlich bald einen Job. Vielleicht darf ich in einem. In einem Tier. Tierheim kann man es nicht nennen. Das ist so ein Tierschutz an Ding. Wing. Arbeiten. Wenn ich die Lehrstelle da krieg, dann wird nicht da. Ist gleich 600 pro Monat oder sowas machen. Dann könnten wir bald einen neuen Laptop oder Standrechner sogar hinsetzen. Also Minecraft hat mir ganz gut gefallen und wenn du willst, kann ich dir einen Server machen, wo du mit Freunden aufnehmen oder Livestreamen kannst. Ja, das wäre nett von dir, aber ich habe momentan das Problem, dass ich auf keine Online-Server komme. Das ist von mir momentan das Problem. Aber ansonsten könnten wir das natürlich machen, dass wir zusammen Livestreamen und zusammenbauen. Im Livestream drin. Auch kein Problem. Bestimmt auch cool. Dann machen wir so einen Online-Kollegen-Stream, weiß der Kuckuck was. Shadow Flash, du hast ja jetzt die ganzen schönen Sachen wie Slender verpasst oder sowas. Aber du kannst es alles auf Dings anschauen. Auf YouTube werde ich die ganzen Folgen von hochladen, die ganzen Teile. Ich werde es nachher schneiden und alles drum und dran, oder besser gesagt morgen, die nächsten paar Tage. Werde es auf YouTube hochladen und wir werden jedes. Das machen wir jetzt so. Wir nehmen Wochenende immer auf. Da tun Wochenende ist immer streamen, sagen wir es so. Und das werden wir während der Woche hochladen, dass wir sozusagen eine interaktive Stream-YouTube-Gemeinschaft bilden. Das ist eine coole Idee, finde ich. Okay, dann speichern wir jetzt mal schnell das Spiel. Ich finde es so geil, du kannst einfach. Das ist für mich immer so ein Herzinfarkt, dass man nicht auf diesen Save-Button klicken kann. Quit Game. Jetzt tun wir hier auf den Endbildschirm klicken. Ja. Und dann sag ich schon mal, danke fürs Zuschauen. Ich werde schauen, ob ich hier irgendwas an den Stream-Verhältnissen ändern kann, damit es weniger leckt. Damit wir bessere Aufnahmen kriegen. Oh, meine Frisur. Hat die sich während des Streams verändert? Oder drehe ich die einfach noch in die falsche Richtung und mache da noch meine Frisur kaputt? Naja. Werden wir auf jeden Fall ändern. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass wir bessere Aufnahmen hinkriegen. Dass es weniger leckt. Und schauen wir mal. Ja, was wollte ich noch sagen? Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr euren Freunden Bescheid sagen könnte, dass ich streame und hin und her, damit wir ein paar mehr Aufrufe kriegen auf Twitch. Dann können wir vielleicht auch irgendwann eine größere Gemeinschaft bilden und den und her und das wäre natürlich auch cooler. Und das wird auch mir ein bisschen mehr Freude an den ganzen Sachen geben, weil wenn man darf es natürlich auch so sehen, wenn ich für zwei Leute aufnehme, macht es oder mit zwei Leuten streamen, macht es einen Unterschied, als mit 25 oder 35 auf streamen würde. Was natürlich für mich dann auch cool ist, weil ich mehr Resonanz aus den in den Videos schon krieg, mehr Sachen, auf die ich eingehen kann. Wäre für mich natürlich auch schön. Also, falls ihr noch zur Schule geht oder in der Arbeit, könnt ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr mir mal euren Freunden so sagen, hey, schau her, der Raphael, der macht da online jetzt Streams und tut es dann auf YouTube hochladen. Schauen da nochmal an. Der wird sich auf jeden Fall freuen. Das wäre nett von euch. Und ja, dann würde ich jetzt noch so 2 Minuten hier Musik einspielen, damit der Stream auf Twitch auf jeden Fall zu Ende ist mit meiner Gelaber, weil ich habe manchmal gemerkt, dass am Handy, sobald ich hier auf Ausklicke, auf den Knopf, der da unten ist, auf dem Bildschirm, dass sofort da der Stream ausgeht. Das finde ich voll scheiße. Deswegen tue ich jetzt Musik einspielen für 2, 3 Minuten. Dann hört ihr mich zu Ende labern. Und dann stoppe ich den Stream. Und der hängt schon wieder, ne? Und dann würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen. Mich hat's gefreut, mit euch zu streamen. Oder wenn ihr jetzt gerade zuschaut.
Freut mich, dass ihr auf YouTube das Video angeschaut habt. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Stream mit, den ich ab sofort, sagen wir jetzt Samstag 20 Uhr bis 22 Uhr und Sonntag von 20 bis 22 Uhr mindestens machen werde. Je nachdem, was wir machen wollen. Und während der Woche werde ich dann halt mal so zwischendurch, vielleicht mal von 19 Uhr bis 20 Uhr ein bisschen was streamen. Weißt du, die Zeiten, wo die meisten nicht mehr lernen wollen und auch nicht mehr lernen sollten, weil die Zeit ist doch eher so zum Chillen, ne? Wünschen abonnieren steht da, Multi mein Bilder steht da. Okay, danke. Dann sage ich auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, danke für beim Stream zuschauen, danke auf YouTube zum Zuschauen und jetzt kriegt ihr 2 Minuten Musik, wenn ihr wollt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal entweder auf YouTube oder auf Twitch. Ciao.